würde ich mir in die Hose kacken. Alter, was hat das gekostet? Ah! Habe ich die ganze Nacht zusammengeschraubt. Das ist das Schmikea-Regal. Uiuiui. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ich hab schon wieder vergessen, Musik einzublenden. Zu Pet Shop Prolog. Ich such mal ganz fix die Musik vom letzten Mal. Ich glaube, hier war sie. Sekunde, die hatten wir, denke ich, schon, den Anfang. So. Ich hoffe, das geht so. Wir gehen wieder in den Flauschi-Shop. Ja, hier ist noch ein bisschen Musik. Ging das so? Blub. Oder Autosave? Ja, Überschneidung der Musik, es tut mir leid. Ich denke, wir waren hier. Also ich hoffe, wir waren hier. Was ist das? Prolog. Ich kann noch gar nicht draußen gucken. 17.18 Uhr, das heißt, oh, Alpha-Wand. Das heißt, unser Laden hat zu. Wir haben ein bisschen Geld. Wie war denn das? Es ist sauber. Ihr seid sauber. Ihr habt Essen. Dreien. Ja, euch geht's gut. Die Musik dort ging ja irgendwie nicht. Mausrad. Galt scannen. Irgendwas. Ich hab doch. Ach ja, das. Da ist was, aber ich weiß nicht genau, was es ist, ne? Hm, was habe ich noch? Das ist dasselbe, ne? Hier ist nichts, aber irgendwo beim Durchschauen habe ich mir gedacht, irgendwie, das könnte doch das und das sein. Nee. Das Sortiment auf allen Fällen. Entschuldigung. Wir haben geschlossen. Hier irgendwas? Nee. Vielleicht habe ich auch irgendwas gekauft, was man hier noch nicht platzieren kann. Okay. Wie konnte ich kaufen? Attraktivität 10%. Überspringen. Geschäft. Da. Was ist verfügbare Lagerfläche? Habe ich das gerade in meinem Korb? What? Hä? Lager. Ach, guck mal. Das habe ich im Lager. Fisch mit Katzenminze. Das braucht dann so ein Regal. Oh, warte mal. Das braucht so ein komisches Regal. Verkaufshalle. Hier. Regal mit Haken. Das ist ein schöneres Regal, ne? Mit E und mit Q. So, das reicht. Okay. So. Scan. Aha. Noch mehr? Zwei. Okay. Ist jetzt mein... Entschuldigung, was war das? Da ist immer noch ein Karton.
Was habe ich denn jetzt hier noch im Lager? Nix. Aber okay, ich hinterfrage das nicht. Ich kann, glaube ich, nur ja, putzen und Kasse machen. Die anderen Sachen noch nicht. Wir haben Katzenfutter. So. Wir kommen hier zurück. Prolog. Ach, da ist zurück. Ich habe Katzenfutter. Dann nehme ich doch jetzt mal Hundefutter. Papi Puffs Schweinefleisch. Doggy Delish. Delish. Rindfleisch. Wie viel Geld habe ich nicht mehr so viel, ne? So, warte, ein. Nee. 2, 3, 4, 5. Es sind 5 Stück drin. Nochmal 5. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht überschreitet das meinen Einkauf so... Nee, es geht noch. Dann hatten wir Hasenfutter schon. Hoppers Heaven. Ich glaube ja, aber nicht so viel, ne? Habe immer noch ein bisschen. Kaninchenkäfig. Ich meine, dann würden die vielleicht hier die mal kaufen. 2. Okay. Kaninchenschüssel. Und doch, die habe ich, glaube ich. Kaninchenschüssel, Geschirr für Kaninchen. Ich weiß ja nicht. Oh, Augentropfen für Kaninchen, Ohrentropfen. Geht das noch? Ha, ganz knapp. Aha. Dann räumen wir das nämlich noch eben ein, wo ich die Nacht überspringe. Oh, guck mal, ich kann einen größeren kaufen. 10.000, das ist gar nicht so viel, wenn ich habe doch beim letzten Mal 4.000 gemacht, ne? So, da kommt die Lieferung, trinken wir nochmal einen Schluck Kaffee. Diesmal habe ich einen Stracciatella-Kaffee. Hm. Was hat denn der für ein Kennzeichen? ONA. So, hier ist Hoppers Heaven. Nee, das da bitte. Okay. Habe ich hier noch irgendwas von? Nee. Was war denn das also? Das ist Katze. Dann machen wir hier Kaninchenkäfig. So. Das Bräune hier kommt Hundefutter. Doggy. Hier kommt Papi Puffs. Was hatte ich hier noch? Ohrentropfen für Kaninchen, ne? Oh, ich habe noch mehr Papi Puffs. Hier, so. Habe ich noch irgendwas? Irgendwas für hier geholt gehabt? Nein. Ist er dreckig, oder? Ist er dreckig oder ist es nur die Nacht? Nein, falscher Knopf hier. Es ist die Nacht. So. Dann. Was ist hier? Prolog? Okay. Mama, Angestellte. Festlegen, Gehalt, Rufen, Feuer. Sollte sie vielleicht mal auf Lehrgang schicken oder so. Ich glaube, das geht.
Nacht überspringen. Öffnet. Muss um falsche Zeit. Aber ich glaube, ich könnte sie ja schon mal. Bewerber. 144. Aber ich habe gerade noch kein Geld, ne? Oh, was ist hier los? Ihr braucht Essen. Streicheln. Gibt es da ein Ende? Haben die irgendwann genug und machen gebrochene Herzchen? Schön, dass du da bist. Ist aber, also, wenn ich bedenke, ne? Na gut, Säuschen ist auch nicht groß genug für euch. Konnte ich mich nicht hinhocken? Doch, guck mal, ich kann mich hinhocken. Wie groß dieses Häschen ist, ne? Und das scheint ja noch kein erwachsenes Tier zu sein. Kaninchenkäfig. Das sieht eher aus wie ein Hamsterkäfig, aber gut. So, Kundschaft, bitte. Guten Tag, Sie wollen doch bestimmt zu mir rein. Hallo. 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 Linker Mausbutton, interagieren. Ich möchte Ihr Gespräch nicht stören, aber wir haben einen super Shop. Entschuldigung, mach nichts. Hallo, bitte kommen Sie rein. Verwaltung. Mach mal kurz eine Pause, weil hier ist ja gerade eh noch keiner, bevor du später wieder müde wirst. Aber bleib hier, ne? Ach so. Okay. War da gerade irgendwas an deinem Popöchen? Habe ich den Laden nicht geöffnet? Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Das habe ich vergessen. Hallo, 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 hallo. Wir haben Katzenfutter. Entschuldigung. Nee, ist schon gut. Hier. Wir haben jetzt Hundefutter neu im Angebot. Komm doch mal rein. Hier, hier, hallo. Entschuldigung. Ich würde gerne Werbung schalten. Oh. Ich habe minus 113. Ah. Ja, jetzt ein Häschen kaufen. Nein, doch, leicht. Was suchst du denn? Nach Kitty Palladate. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Okay. Kitty, hier. Vielen Dank. Gerne doch. Ist hier alles in Ordnung? Oh, scheint dir zu gefallen, ja? Habe ich neu. Oh. Habe ich die ganze Nacht zusammengeschraubt. Das ist das Schmikea-Regal. Deluxe. Ja, ist geil, ne? Okay, okay, okay. Entschuldigung, haben Sie was gekauft? Ich habe gedacht, es fängt jetzt an zu piepen, ne? Seid ihr glücklich? Noch ja, ne? Ja, was macht der mit seinem Öhrchen? Nein, okay. Nein, ich verrenne mich dann nicht wieder in der Süßigkeit dieser Häschen. Keiner kauft was, aber alle mal dreckig. Hey. Oh, ja, Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen. Du stehst direkt davor. Ja, gut. Das kann ich auch sehr gut. Schön. Ja, was suchst du denn? Ja, Fisch mit Katzenminze. Natürlich, habe ich da. Ganz neu. Hier. Hallo, bisschen schneller. Hallo, hallo, hallo.
Gern geschehen, kein Ding. Ich kann das echt gut, ne? Im Laden, Ewigkeiten vom Regal, alles so absuchen, ne? Und denken, oh, zu viel Minus, und denken, ja, irgendwie, nee, vielleicht stehe ich falsch, vielleicht gibt's das nicht, ne? Und dann frage ich dann doch mal nach, ich hasse Nachfragen. Und dann glauben die, entweder ich bin doof oder ich will sie verarschen, weil sie stehen dann davor und sagen, ja, direkt in Augenhöhe vor ihnen. Okay, danke. Hey. Ja, dann guck doch nicht bei den Katzensachen. Hundefutter wird wohl nicht aufgehangen. Doggy, da. Hier ist noch ein bisschen da. Bisschen ist noch da. Sieht eher aus wie so Billigfutter. 174. Mensch. So, es wird jetzt aber auch mal Zeit, dass ich ein bisschen Plus mache, ne? Könnt ihr doch einfach mal dieses Hundefutter kaufen. Kann ich euch hier einfach schon mal geben. Nee? Aber ihr habt alle wunderhübsche Einkaufstaschen. Ja, ich trinke da mal Kaffee. Ihr kommt klar. Ich finde es schön, wenn man die Geschwindigkeit ein bisschen schneller stellen könnte. Hat das so getan? Ich bezahle die Alte hier für nix. Aha. Mach mal kurz eine Pause, bitte. Bist gefeuert. Nein. Seid ihr traurig? Ja. Sie wird wieder wacher, dadurch, dass sie rumläuft. Ja. Okay, hier, bitte. Ja, kein Ding. Bist du wieder fit? Sehr schön. Das Pupillchen guckt. Da hat was durchgeblitzt. Habt ihr es gesehen? Ich will das vielleicht gar nicht wissen. Wieso kauft ihr denn kein Schwein was? Habe ich schon wieder irgendwas übersehen? Finden das alle ganz gut? Da kauft jemand was. 339. Piep. Ja, ey, ich muss mal kurz aufpassen hier. Ja, folge mir. Hier, ne? Oh, ja. Okay, da wird was gekauft. Okay. Kommt gerade alle klar, ich muss ein bisschen sauber. Aha. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie die Musik heißt, weil die ist ja nicht vom Spiel, wer den Anfang gesehen hat, die ist in der Beschreibung verlinkt. War mir gerade kurz unsicher, ob ich richtig gedrückt habe. Hey. Wir sind plus, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja. Oh.
Oh. Ja, ist gut, ne? Ey, du bist schon an der Kasse und suchst irgendwas? Ja, habe ich dir das nicht vorhin schon gezeigt? Komm mit. Ja, gut. Kaufst noch mal ein bisschen mehr, bevor es zur Kasse geht. Ah, ist schon wieder dreckig. Hätte ich jetzt so eine hektische Musik, dann wäre ich, glaube ich, auch hektisch. Aber eigentlich ist es ja noch ganz ruhig hier. Hi. Ach, das sind ihre Haare. Und hier aus ist es aber eine Kapuze, oder? Da hat die Haare in der Jacke. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Schon wieder? Wie viele Tiere hast du denn? Und okay. Aha. Vielen Dank. Oh, 1042 haben wir schon. Ein Däumchen mit zwei Sternchen. Das ist gut, oder? Ich wüsste gern, was da drin ist. Keine Lautsprecher. Musik im Laden, kaufen Sie Lautsprecher. Komm ich wieder weg? Achso. Was ist denn hier los? Okay. Oh, brauchen Sie Hilfe? Ach, ich hasse ja Verkäufer eigentlich. Zum Beispiel, nein, ich hasse nicht Verkäufer. Was suchst du? Cat Miau hier. Bestes Beispiel. Deichmann. Ja? Ich bin ein sehr einfacher Kunde. Ich gehe bei Deichmann rein. Ich weiß, was ich möchte. Und kann ich das hier demonstrieren? Also ich komme bei Deichmann rein. Das sind die Regale. Ja? So, ich weiß, was ich möchte. Das heißt, ich laufe hier. Nee. Scan. Denk mir, okay, ist nicht dabei. Dann gehe ich ins nächste. Scan. Nein. Scan. Scan. Ah, okay. Da. So. Und auf dem Weg dahin haben dich schon drei Verkäufer angesprochen. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Nein. Ich weiß, was ich will. Ich gucke mir das an und dann... Du bist doch immer noch die gleiche, Alte, hier, oder? So. Und dann... Ich weiß doch, was ich will. So andere vielleicht nicht, aber lass mich doch einfach gucken. Ich möchte keine sozialen Interaktionen. Ich mag soziale Interaktionen nicht. Oh, was ist denn jetzt hier los? Alter, was ist denn jetzt hier für Stress? Okay, alle Jubeljahre mal Schuhe kaufen. Happy Dings. Dann wird man dauernd angesprochen. Ich weiß, das ist euer Job. Ihr meint es ja auch nur gut. Also die meisten von euch wahrscheinlich, hoffe ich. Aber ich will das nicht. Hey. Geht's euch noch gut hier? Na, warum kauft euch den... Bist du alleine? Bist du alleine? Hat jemand deinen Bruder gekauft? Oh nein. Also ja, aber. Nee, ihr seid zu teuer. Der hat wahrscheinlich da oben das Geld gebracht. Oh, jemand hat eine Frage. Miausbeiz. Was war das denn so laut? Kein Problem. Vielleicht sehe ich auch einfach immer so fragend und hilflos aus, aber eigentlich gucke ich immer die Regale oben, Mitte, unten und dann gehe ich ins nächste. Und meine Mama hat mal gesagt, aber da war ich, glaube ich, auch noch ein bisschen jünger, dass ich beim Einkaufen suspekt aussehe. Oh, mein Mitarbeiter ist müde. Ich sage, wie meinst du das? Ja, vielleicht, als würdest du was klauen. Sag ich, ja, danke. Würde ich im Leben nicht machen. Dabei würde ich mir in die Hose kacken.
und spätestens an der Kasse zusammenbrechen und sage, es tut mir so leid. Nee. Oh. Wer? Du? Hi. Ha. Von wegen. Ist immer dasselbe Gesicht hier, ne? Kitty. Blade. Oh, da ist aber was los. Uiuiui. Ich hab tatsächlich an dieser Stelle, hallo Mama, einmal in meinem Leben was geklaut. Ich gestehe jetzt, liebe Polizei, hier ist schon da. Und zwar war ich ungefähr 3 Jahre alt. Und war so eine Krabbelgruppe. Ich glaube, es hieß Mini-Club. Oh, was ist hier los? Oh mein Gott. Und da gab es Spielzeug. Da gab es eine Playmobil-Figur. Ich weiß das noch. Oh Gott, geh schnell. Sie war so dunkelgrün, also so waldgrün, mit braunen Haaren und hatte eine weiße Perlenkette, also aus Plastik, ne, um. Und dann hieß es so, Feierabend, wir fahren jetzt nach Hause und ich wollte aber weiter damit spielen. Also habe ich die mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob man, also irgendwer muss mir das ja erklärt haben, dass das nicht in Ordnung, also sowas, die Sache an sich nicht in Ordnung ist. Jedenfalls hat diese Figur... Du musst noch Pause machen, oh, ne? Ja. Uiuiui. Oh. Warte, war's das? Auf jeden Fall hat diese Figur im Regal gestanden und ich habe sie nur angestarrt und irgendwann habe ich sie rumgedreht, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich vorher irgendwie wusste, dass man das nicht darf. Und ich habe mich dann ganz schlecht gefühlt. Aber an der Stelle weiß ich nicht, ob das Ding wieder zurückgewandert ist oder was damit passiert ist. Bitte fülle die Umfrage aus. Dein Feedback hilft uns weiter. 0. Was? Fortsetzen? Habe ich es irgendwie gecrashed? Na. Ich komme hier nicht raus. Ich würde gerne fortsetzen. Drücke alle Tasten. Team Discord. Ich tappe einmal raus. Ich tappe wieder rein. Sag mal, weil wir genau 16 Uhr haben. Wartet mal kurz. Ich versuche mal, was passiert. Ich hoffe, es gab ein Autosave. 15.38 Uhr. Ja, ist sogar keiner mehr da. Muss ich nur auf die Uhrzeit achten und gucken, dass ich nicht genau um die Zeit dann irgendwas mache. Ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen weitermachen kann, weil ich kann ja noch nebenan da was kaufen. Mitarbeiter weg, alle weg. Noch 5 Minuten. Noch eine. Fortsetzen. Okay. Also das Spiel gibt's auf Steam. Achso, warte mal. Die alle ist zu Hause. Die Mitarbeiterin ist zu Hause, Entschuldigung. Hier ist sauber. Da Wasser streicheln. Dir geht's gut. Ich habe eigentlich nichts mehr im Lager. Ach was, der Karton ist weg. Was war da drin? Ich bin nicht zum Kaninchen sauber machen. Ich würde das Geld sparen, weil ich habe ja noch Sachen hier. Aber können wir das mal ein bisschen ordentlicher vielleicht hier... Das Sortiment von allen Regalen ein. Das hier. Das hier. Jetzt hier auffüllen.
hier auffüllt. Hallo, hier auffüllt. Ne? Okay. Dich nehmen. Nein, oh, Entschuldigung. Nein, so. Hier. Hier ist alles gut. Hier ist ja auch alles gut, ne? Kann ich nicht öffnen. Okay. Nacht überspringen. Wollen wir noch was? Nee. Das ist ja auch alles hier irgendwie. Doch kein Käfig gekauft. Die kauft auch keiner. Was ist denn? Was soll denn das? Was ist denn das da für ein Lichtkegel? Ein Orb. Hier spuckt's. Ich habe keine Lampen mehr drin. Die kann ich aber auch irgendwann mal kaufen. So. Mitarbeiter. Hier rufen Bewerber Shepard hat auch nur ein Dings. Egal, den holen wir jetzt, weil die schicken wir nämlich jetzt mal ihre Fähigkeiten ausbessern. Wo ist sie denn hier? So, also, Dings. Dich habe ich doch gerufen, ne? Ach, sie heißt Loyalty. Okay. Öffnen, bitte. Da ist sie ja. Das Jute-Stück. Hallo. Wow. Verwaltung. Für die Ausbildung bezahlen? Sollte ich zur Schulung gehen? Die Kosten für die Schulung betragen? Money. Ich werde eine Weile weg sein. Ja. Leider haben sie derzeit nicht genügend Mittel für meine Schule. Aber wie viel kostet denn deine Schulung? Hey, oh. Hey, oh. Ist gefeuert, geht zurück. Wieso? Was kostet denn die? Scheiße. Wir sparen jetzt. Dann kaufen wir uns in der nächsten Folge irgendwelche coolen Dinge. Vielleicht auch noch am Ende dieser Folge. Mal gucken. Das ist Katzenminze. Was war das für ein Geräusch? Spielst du mit dem Handy? Das sah so aus. Ach, ich dachte gerade, es hätte geklopft. Hallo. Dir geht's gut, ne? Gut. Organic. Ja. Vielen Dank. Gerne. Kein Problem. Habe ich erzählt, dass ich auch mal Verkäufer war? Da ich das ganz furchtbar finde. Es widerspricht sich alles irgendwie so ein bisschen, fällt mir gerade selber auf. Ich will von Verkäufern nicht angesprochen werden, war aber selber einer. Aber ich habe auch ungern die Leute angesprochen. Also freundlich sein, okay. Aber wenn du es nicht fühlst, dann lass es doch. Also ich habe das echt gehasst. Vor allen Dingen, wenn du Arschkunden hattest, ne? Ich glaube, fast jeder Verkäufer kennt Arschkunden. Die Klamotten am Boden schmeißen, Knöpfe abreißen und dann an der Kasse sagen, da ist ein Knopf ab, ich will aber Rabatt haben. Ja. Und ich kann das ja nicht, ne? Ich bin ja für Gerechtigkeit. Ich habe das dann angesprochen. Nicht böswillig, sondern ganz freundlich. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber... Ne? Was? Und es brach die Hölle bei mich herein. Herab, hinein, ich weiß nicht.
Ich habe da meine Kollegin gerufen und gesagt, könntest du bitte einmal zur Kasse kommen, weil sonst springe ich über den Tresen. Danke. Oh. Und ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das Spiel, das Verhalten. Bitte und danke, okay? Ne? So sollte man auch nicht erzogen sein, aber nicht gezwungen und zu Menschen, die man nicht mag. Kaninchenkäfig möchtest du? Ja, natürlich. Hoffentlich kaufst du den auch. Oh, ich habe Level 3. Was auch immer das bedeutet. Oh, hallo. Popo. Auf ihn. Du findest es gut. Ich sehe es dir doch an. Hast du ihn? Du hast ihn gekauft. Ja, 700. Der Mann hat, will ein Kaninchen haben und hat ein Kaninchen und eine Katze. Oh, schon wieder jemand verwirrt ist. Du suchst Puppy Buffs. Hier sind Puppy Buffs. Organic Pork. Gibt es auch nicht organisches Schwein. Ich habe von sowas nicht so die Ahnung. Ich bin nicht da. Jetzt ist dieser Karton wieder da. Was habe ich hier getan? Ich glaube, ihr seid mit den... Wer ist denn die Villager? Pillager? Nee, Villager, ne? Von Minecraft verwandt. Durch nach Fisch, ja, du bist schon nah dran. Stimme, Olla. Wie viel kostest du eigentlich und wie viel kostet der andere? Der andere kostet weniger. Dafür, dass ich dich nicht Dings hier kann, ne? Sie ist immer noch zufrieden. So, weißt du was? Ich rufe jetzt mal Shepard und du kannst bitte mal nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Hoffentlich kommt er auch gleich, bevor ich hier wieder kassieren muss. Das kann ich ja so gut. Auch wenn die Kasse einem sagt, was mit Kasse. Ich bin hier. Ja, Kasse. Kein Ding. Oh Gott. Ah, bin ich da echt nervös, dass ich was falsch mache. Hi. Hi. Oh. Da. Du bist der Mann mit dem Kaninchenkäfig. Ich darf nichts falsch machen. Das war's. Wie ging dann das nochmal? Gesamtsumme? Hallo? Abmelden? Hallo? Gesamtsumme? Nee. Gesamtsumme Abschluss? Wo ist mein Mitarbeiter? Hier. Hilf mir schnell. Hey. Warte. Hier. Kasse. Los. Hilf mir. Hallo? Komm schnell, der bringt viel Geld. Ja, guck nicht. Mach weiter. Hey, ja. Was? Der hat doch... Ach, der hatte noch einen Kratzbaum. Sag mal, wie viel... Oh. Und ich hätte es fast verkackt. Eieiei, siehst du, man sollte mich nicht an die Kasse lassen. Ich werde nervös und mache Fehler. Hallo. Ja, fein.
Sehr schön, sehr schön. Level 3 habe ich. Was ändert das denn? Im Prolog wahrscheinlich nicht viel. Eieiei, ja. Was ist denn los? Hier hat schon lange keiner mal was geklaut. Hier stehen Autos. Ach, das waren ja Geisterautos, ne? Auch mit gekürztem Gehalt ist er relativ zufrieden. So, ist noch da, ist noch da. Ist, das da oben kauft irgendwie keiner, ne? Nicht wirklich. Ist noch, ja, so ein bisschen da. Es haben mal welche Kratzbäume gekauft. Ich glaube, eine Reinigungskraft lohnt sich noch nicht, ne? Das ist noch nicht so viel. Es nimmt noch keine Überhand. Ja, was machst du in deiner Ecke? Hallo, ich suche Katzenminze. Ja, kein Problem. Bitte, danke. Hallo, hier. Hallo, hallo, was mit dir? Hallo. Oh, die alle ist ein bisschen verwirrt, ne? Du bist auch verwirrt? Ja, bitte folgen Sie mir. Mischung aus Sims und Minecraft. Was ist denn hier los? Hat da jemand seine Ware fallen lassen oder wie? Hä? Was könnte denn das gewesen sein? Nee? Puffy Puffs. Puffy Puffs. Nee, was? Wie heißt das? Papi. Papi Puffs. Hufflepuff. Nein, ich habe keine Ahnung. Dir geht's gut? Ja. Tim, 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 tim. Oh, wieder eine Frage. Guten Tag. Hallo, ich suche Mausbytes. Gut, dann folge ich ihm. Was suchst du? Mausbytes hier? Mausbytes. Kein Ding. Also, ich würde ja die Sachen auch nicht während des Betriebs so unbedingt sauber machen, ne? Außer da fällt irgendwas runter. Halt, stopp! Ja, nicht mit mir. Das liegt am Gesicht. Der sucht da hinten in der Ecke bestimmt gleich wieder was. Ja, ich erkenne ein Muster. Ich wollte doch einmal bei der Polizei gucken. Aha. Nehmen die jetzt mit? Was habt ihr gemacht? Sag mal. Polizei, dein Freund, Unterhelfer. Eieiei, was ist denn hier für ein Verkehr? Hallo? Ah. Es ist aber ist schon gut, ne? Level 3, 7000 Dings. War da nicht gerade noch mehr? Grün? Gucken sich das an und denken sich, ja, geil. Was lasst denn ihr so an Geld hier? Dir habe ich jetzt so viel geholfen. Wehe, hey. Du kaufst nichts, ne?
Wieso hast du eine weiblichere Stimme als deine weibliche Kollegin? Scannen. Ja, nein. Ey, der ist ja... Der ist ja noch schlimmer als die andere. Hoffentlich machen die es auch alle richtig. Hi. 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 Keiner, der was sucht, wisst ihr alle Bescheid? Oh, hier, das meinte ich, das schön grün, 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 da füllt sich das noch. Alle machen Dreck. Ach so, ja. Ich wollte dich auch gar nicht ansprechen. Ich wollte eigentlich den Dreck wegmachen. Oh. Das ist mal ein anderes Gesicht. Oh, du willst ein Kaninchen, gebe ich. Ja, geil. Eben hier. Dreh dich einfach mal rum. Du-du-du-du-du-dum. Um Gottes Willen. Ah, falscher Knopf. Kann ich noch eins kaufen? Nein. Oh, guck mal. In schwarz-weiß. Achso, die muss ich hier streicheln. Ein schwarz-weißes ist mein Häschen, war auch schwarz-weiß. Aber viel hübscher als der hier. Sah aus wie so ein Dalmatiner-Häschen. Okay, der ist auch süß. Oh, eine Frage. Wieso redest du denn da mit der Tür und nicht mit mir? Vielen Dank. Aha. Vielen Dank für die Info. Vielen Dank. Bitte kauf bei mir. Okay, es passt jetzt nicht mit der Musik im Hintergrund, aber gut. Sehr geehrte Kunden, wir schließen in 8 Minuten. Bitte kommen Sie zum Ende. Bitte verlassen Sie das Geschäft jetzt. Aber geben Sie vorher noch genug Geld bei mir aus. Bitte. Geht doch. Oh, jetzt hat er aber was zu tun. Oh, macht er es richtig? Heyo. Heyo. Hey. Mensch, du bist aber langsam, Kind hier. Oh, sie hat Hasenohrentropfen gekauft. $150. Ich bin, glaube ich, echt so ein High-Society-Shop hier, ne? 604. Ich traue ihm nicht, ne? Hm. Oh. Also, kann keiner sagen, ne? Es ist immer schön sauber hier. Ich dachte gerade, da hält sich das Herz. Das machen die alle irgendwie so ein bisschen, ne? Okay. Oh nee, deswegen liegt das hier, weil die keinen Bock mehr haben. Dann lass... Alter! Kannst du bitte... Ja? Kann ich das oder kann ich das nicht? Was steht da, was das kostet? Alter, was hat das gekostet? Ah! Bin sicher, nach einer solchen Schulung wird meine Arbeit effizienter sein. Ja. Ja. Glaube ich auch. Kann ja nur besser werden. Guck dir mal an, wie viele Kunden du jetzt hier verärgert hast. Vielleicht mache ich noch eine zweite Kasse auf oder so. So.
Habe ich noch was im Lager? Irgendwas? Ja, aber nicht das, was ich brauche. Also, ich brauche Kitty. Ich sortiere es vielleicht mal um. Mal an. Achso, dann nimmt er nur das. Okay. Was habe ich denn hier alles? Ja. So, dahin. Noch das habe ich. Okay. Da ist noch einer runter. Hä? Hat die das nicht gekauft vorhin? Hm. Okay. Ja, du bist unglücklich. Machen wir sofort. Wischi, 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 waschi. So, Essen habt ihr noch. Dann kaufen wir jetzt mal noch ein. Und dem wenigen Geld, weil ich Herrn Lahmarsch zur Schulung geschickt habe. Ich glaube, 5.000 oder so hat das gekostet. 4.000, auf jeden Fall viel Geld. Der lernt da nichts. So, Kitty, Palade, Blade, Mausbites und der Chubby hier. Also. Was ist das? Kitty. Einmal 10. Mausbites auch 10. Was war das dann noch dann hier? Hoppers, brauche ich das? Ich wollte Schappi, ne? Also, ist ja jetzt kein Schappi. Papi Puffs. 10. Wie viel habe ich im Korb? 1700. Okay, das geht noch. Dann... Das geht noch. Das kauft eh kein Schwein. Da sind noch 2 von da. Das kauft auch kein Schwein. Da ist einer von da. Die sind noch da. Hm, wollen wir was Neues ins Sortiment aufnehmen? Und vor allem, wie lange ist er auf Schulung? Kann ich das sehen? Ah, okay. Okay, okay. Dann, vielleicht kaufe ich dann noch was Neues. Fisch, Maus, Schildkröte. Hase, das haben wir. Bunny Bonanza? Ja, ich möchte Bunny Bonanza. So, Korb. Ich kann bestimmt keine zweite Kasse kaufen, oder? Ich probiere das mal. So, Baumodus. Wie ging denn das? Verkaufsbereit. Ja. Kann ich mich nicht in Schulden stürzen? Würde die Bänder hier irgendwie so... Oh, ob ich das so glitschen kann? Okay, 1000. Guten Tag. Bist du auch ein Geisterauto? Ja. Was? Ba-ba-ba-ba? Habe ich den Laden eigentlich... Achso, der ist automatisch geschlossen. Was habe ich jetzt nochmal gekauft? So, da kommen Kaninchen-Ohrentropfen hin. Warum? Warte mal. Ah, deswegen. Hase da. Ha? Wo ist denn mein... Habe ich nicht Bonanza-Dings gekauft? Hab ich nicht? Hab ich das nicht? Was habe ich denn hier gekauft?
Warte. Oder muss das woanders rein? Das muss woanders rein, okay. Ich habe noch Puffy Puffs hier. Okay, da ist der Hasenkäfig. Hier machen wir unten. Wow. Bunny Bonanza Eco. 190? Eieieiei. Was habe ich noch hier? Sonst nichts mehr? Okay, ich dachte, ihr wärt diese kleinen Packs, die man hätte hier zustellen können. Okay. Alles sauber. Alles fresh hier. Irgendwas für hier? Nee, nichts mehr da. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? So. Ich glaube, jetzt ist gut, ne? Nacht überspringen, bitte. Ich könnte das jetzt noch länger spielen, aber so auf die Uhrzeit gucke, ich muss dann mal leider zur wirklichen Arbeit. Yay, jetzt freue ich mich. So, Spiel speichern. Blub. Nochmal, sicherheitshalber. So. Bunny Bonanza. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal ein süßer Simulator, oder? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.